Hallo, was geht? Ab hier! Bu, 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 bu. Hallo. Bu, 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 bu. Hallöchen, Leute, was ist hier passiert? Wo sind wir hier? Wer bist denn du, Alter? Wer bin ich eigentlich? Du, Alter. Wer bin... Willkommen zu einem neuen Metronom-Battle, ey. Ey, ja, Leute. Ist das nicht von Battle? Wir haben uns gedacht, wir müssen hier ein bisschen Spice mal wieder mit reinbringen. Und ihr habt es in der Soulink auch übelst gefühlt, dass wir jetzt die Facecam am Start haben. Und wir wollen einfach mal ausprobieren, wie es ist. Vielleicht auch Facecam bei Metronom-Battles dann haben, weil ihr fühlt es, wenn ich sterbe innerlich. Einer, allein der Moment, als bei dir alles runtergefallen ist, als... ich erinnere mich. Als deine Teller runtergefallen sind. Da, also solche Momente on cam zu haben, wäre schon funny. Die Sache ist nämlich die, weil letzte Zeit, ne, war vielleicht nicht immer so ganz so spicy Metronom-Battles. Wir wollen wieder ein bisschen was reinbringen. Wir wurden oft gefragt, ob wir Facecam-Metronom-Battles machen. Wir haben oft gesagt, nee, wissen nicht, ob das so passt. Und jetzt wollen wir es aber einfach mal ausprobieren, weil wir wollen mal was Neues mit reinbringen. Das habe ich schon gesagt, hat Timo schon gesagt. Und wir haben heute das Entscheidungs-Battle. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, natürlich erstmal. Genau. Aber schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wer ist cooler, Entei oder Akani. Obviously, okay, es gibt nur eine richtige Antwort. Es ist Entei. Es ist natürlich Akani. Das musste ich nicht mal sagen. Es steht 1-1. Es steht aktuell 1-1. Ja. Und deswegen, wenn wir heute herausfinden, wer die Bessere der beiden ist. Du hast überall Feuerfänger drauf, ne? Ich habe Konzentrator. Ich habe vielleicht auch Redlichkeit. Der kann ja auch Redlichkeit, stimmt. Ja, auf jeden Fall, Akani vs. Entei, wir haben bereits 2 Versionen davon gemacht. Und es steht, Achtung, Spoiler, aktuell 1-1. Habe ich schon gesagt. Achso, Spoiler. Achtung, Spoiler. Ich war kurz. Ich war 10 Sekunden oder 5 Sekunden, während du geredet hast, ganz kurz mit dem Kopf. Du warst kurz einmal weg, Junge. Kurz out of space. Kurz out of space. Schon in meinem Gedanken. Ich war schon beim Sieg, weißt du. Ich war schon so am Chillen mit Akani, meinem Bro, im Swimmingpool. Und da haben wir halt schon gechillt, weißt du. Das wird. Das wird. Das ist the final countdown. Ba-da-ba-ba. Oha, alle weiblich present, was ist da los? Sind die alle weiblich? Oh, okay, ein Scarfer schon mal. Ein Scarfer natürlich. Nein, Superschall. Okay, let's go. So fängt das gut an. Das fängt gar nicht gut an. Donnerschock. Wenn er jetzt paart, ein bisschen uncool, Timo. Lass es mal. Ja, nice. Schade. Dankeschön. Aber guter Damage. Ja, ich sag mal so. Ein Igler. Oh. Der Junge, jetzt Walzer. Nein. So, oh nein, Alter, wenn du einig dabei bist, dann habe ich einfach verloren. Ich habe instant verloren. Wenn du das bekommst, dann GG well played, war ein schönes Metronom-Battle. Strauchler, ja auch. Na, mächtiger Attacke. Bisher nur mächtige Attacken tatsächlich von beiden Seiten. Warte, was habe ich? Ja, okay, ich habe einig dabei. Ich sage einig, fühle ich dick. Der Rest, ist gut. Der Rest eigentlich. Ist eigentlich egal. Ja, Superschall ist halt daneben gegangen. Timo hat halt immer Glück, müsst ihr wissen. Ne? Timo hat halt immer Glück. Genau, Kreuzflamme. Na, ist okay. Ist okay. Geht halt auch auf. Nee. Geht das auf alle? Dachte ich ganz so, jetzt geht nur rein. Nee, Kreuzdonner geht. Aber du kannst Kreuzdonner noch bekommen. Das wäre jetzt wild. Wie funktioniert es, wenn du Kreuzdonner danach die Runde bekommst, aber weil du langsamer bist? Also, nee, das ergibt, glaube ich. Also, ist immer noch die gleiche Runde, deswegen Eisenschweif. Ja, nimm mal mit. Ist okay. Kann. Kann Eisenschweif die Death droppen? Ja, ich glaube, der Death. Oh mein Gott! Let's go! Hätte ich mal die Plateauschuhe raufgepackt, Alter. Ich kann nicht mehr. Present, ich glaube, das wird free. Ich sag dir, guck mal, die letzten Male hast du nicht mal. Na gut. Die letzten Male. Ja. Spoiler. Kamst nicht mal dazu, dass du andere Pokémon reinschicken musstest. Deswegen. Okay. Bin ich mir unsicher. Ja. Ich meine, wenn die Rocks liegen und du nicht rauswechseln musst, beziehungsweise... Ja, aber ich glaube, wie low ist der? Ja, nicht so low, der hat so 70% gehabt. Ist das der Drachenplatz eingesetzt hatte? Nope. Nein. Das war der Scarfer. Nee, doch, das war der. Nein, das war der, weil der ist jetzt schneller. Ach du Scheiße. Nein. Oh mein Gott, stopp. Ich sag so ein Akani auf plus 1. Stell dir vor, der bekommt so Dampf. Alles. Ja, okay, damals trifft dich das selber. Ja, ist okay. Fußkick. Ich sag, I guess, das ist okay. Das macht guten Schaden. Nicht wenig Damage, ja, doch. Ist echt guter Damage.
Wunderraum. Oh, Verteidigung und Spezialverteidigung und Verteidigung. Ja. Jetzt seht ihr sogar, ich mache die Augen zu und schaue da nicht hin und beantworte es als erstes. Ja, war ja free. Ja. Ich sag aber, wenn man weiß, was wir eben aufgenommen haben. Ja, gut, aber ich weiß doch so, ich habe eine Eselsbrücke, Magie ist für Item. Also daran okay, denke gute ich Eselsbrücke, danke dir, Fred. Items sind doch sowas Magisches, weißt du? Wenn du so an Items denkst und Leben, ob das doch was du Magisches ist. Du hast gerade Giftwolke eingesetzt. Ja, finde ich nice. Aber hast nur einen Mann getroffen. Schade. Gefallen? No way! Moment, wie funktioniert das jetzt? Ja, der geht auf minus 2 oder minus 1 in beiden Angriffswerten. Und init. Da wurde er komplett hops genommen. Komplett. Einfach Tag-Team. Weißt du, eine kümmert sich um die Vergiftung und der andere die Giftfalle. Ja, Blockbefehl ist halt egal, weil der jetzt... Stell dir vor, Giftwolke wäre auf beide gegangen, weil Giftfalle geht auch auf beide. Ich glaube, Giftfalle hat noch nie etwas mit Metronomel gemacht. Das ist das allererste Mal. Premiere. Funksprung. Para. Guck, ich bin jetzt schon langsamer. Ja, na und? Denn Para will man jetzt ja nicht um. Ja, die Vergiftung will ich auch nicht present. Ja, aber dafür kann ich ja nichts, wenn du vergiftet bist. Danke dir. Warte, seit wann bin ich gepasst? Du hast ja Stachelspur eingesetzt. Giftwolke hat nicht funktioniert. Na gut, man kennt's. Flügelschlag. Bitte auf den auf plus 1 Death. Ja, der ist auf plus 1 Death, ja, okay. Das ist in Ordnung. Das war trotzdem guter Schaden. Dafür. Ja, das ist eigentlich illegal. Da kann ich es einfach besser. Bitte sprich ab. Und dann dadurch wird mein Wahlschein natürlich jetzt hier nicht mehr. Nee, hä? Ich glaube, das hast du auch immer falsch, ja, present. Ich sag mal, Feenschloss ist für mich immer das Item-Ding. Samenbomben. Warte, warum ich schneller? Ach so. Frage. Nee. Hä? Nee. Du hast doch mein Init. Ach nee, du hast schon angegriffen, war ja noch die Runde. Und natürlich die Fulpara, let's go. Die Fulpara und die Vergiftung ist auch immer noch nice. Ja, bisher läuft es ganz gut. Ich meine, die Rocks sind noch wirklich gut. Falls ja, das du stimmt. Das stimmt. Falls ne? Ja. Oh nein, nicht Halloween. Bitte nicht auf den Vergifteten? Warte. Es ist auf. Ja, ist der vergiftet ist. Ja, okay. Ich sage es halt trotzdem nice, so vor allem in der Erholung, also du bekommst Begrenzer. Du musst rauswechseln. Ja, du musst rauswechseln. Mit den Rocks, let's go! Ich kann dafür 2 Runden lang nicht angreifen. Ja, ich weiß, ich sage. Eine Runde. Naja, auch. Kein Auge. Das ist dein Schein, ja, Kani, du darfst dich nicht verklicken, Prince. Ja, jetzt mach hier mal nicht so Auge, ne? Ich werde mich ganz sicher nicht verklicken. Ich meine, du. War dann kurz der hier? Ganz sicher nicht verklicken. Weißt du noch, was letzte Mal passiert ist, Present? Ich weiß überhaupt nicht, was ich glaube, Present ist der Einzige, der es geschafft hat, also wirklich in einem Metronom-Battle sich 3-mal zu verklicken. Weil er hat sich gedynamaxed. Wie passiert das? Wie passiert das? Ich habe halt einfach nur A gespammt. Ich schaue nicht auf meinen Controller die ganze Zeit, sondern ich drücke einfach A und dann kommt man vielleicht mal versehentlich gegen den Joystick. So, hey, nach 300 Metronom-Battles oder so kann einem das mal passieren. Also, 200 Schwert- und Schild-Metronom-Battles. Kann das einmal passieren. Na gut, ciao. Also, okay, 200, aber. Das ist böse. Das ist lecker. Minus 2 Angriff. Ja, das fühle ich. Ich nicht. Verzweifler. Der würde jetzt natürlich eine Menge machen. Der ist auf minus 1 Angriff. Der ist tot. Okay. Danke dir. Fulpara, alles klar. Ich der hat lange gelebt. I mean, ist sogar besser, glaube ich. Ja, ist minus 2 Angriff. Verzweifler ist ja Trash. Ja. Okay. Wunderraum war ja noch draußen. Macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, ob die physische Verteidigung besser ist. Ich weiß nicht. Also von Arcanis ist natürlich die physische Verteidigung ein bisschen besser. Aber ja. Na gut. Vielleicht hat es einen kleinen Unterschied gemacht. Ich meine, ich habe Verzweifler angegriffen. Ja. Aber ja. Ich sag, kann man kein Auge machen hier. That's true. Okay. So, jetzt komm, gönn dir bitte irgendwie. Ich verstehe deinen Namen immer noch nicht. Was sind deine Namen? Nein, Thaddeus. Ja, was kam danach? Entei ist. Kein Instrument. Dein Ernstpress. Nein. Sternieb, Angriffsboost. Der ist auf plus minus 0 jetzt ich wieder. So fühlen. Das tut auch gar nicht so viel Schaden. Ja, schade. Ja, komm, jetzt gönn dir einfach mal so ein. Man. Morgengrauen sehe ich. Ich meine, Rocks halt einfach wieder weg. Rocks ja, aber, einfach wieder weg. Aber dafür habe ich halt eine Runde verbraucht, ne? Ich muss ja, aber mal du Schaden heilst machen. Halt die. Aber. Ja. Du musst ja nochmal Schaden machen. Ja, lassen wir es so stehen. Gewinnt halt am Ende des Tages die Drohne und Schaden. Gönn, ja, genau, alles. Nee. Guter Schaden und. Ich habe so viele Chancen auf Zusatzeffekt. Habe ich einen Zusatzeffekt bisher bekommen?
Hä, wie, was heißt so viele Chancen? Funkensprung und Triplette, das war es, oder nicht? Und Sterndieb. Ja, okay. Und auch bestimmt noch was anderes. Na, bestimmt, bestimmt. Ja, safe. Schockwelle. Bestimmt. Schockwelle hatte keine. Shockwave. Aber dafür trifft die immer. Das stimmt. Zwar, by the way, Haikyuu Opening Present. Hab mich grad ein bisschen verwirrt, wie du es da gesungen hast. Luna. Tschüssi. Ich meine, du darfst dein Angechipptes reinschicken. Guck mal, es wird voll. Nee. Kommst du erst, den Heal und dann die Tarnstein, den Tarn. Ja, okay, Schaden. Aber kriegst ja trotzdem Heal dadurch Present. Spikes. Wow. Oh, Sandsammler! Ich sag Spikes, hätte ich mehr Gefühl. Nee. Der ist halt gepaart und mir ist der Angriff. Das macht ihn leider ein bisschen ja, trash. Aber ich muss den ja halt auch erstmal besiegen. Das ist halt so das Problem aktuell, ne? Ich muss ja erstmal irgendwie auch angreifen. Das wäre ganz gut. Shock aber deswegen meine ich so, Morgengrauen hat sich irgendwie nicht so ganz gelaufen. Warum der kommt Morgengrauen nach Lunatanz? Das ist schon stark. True. Tag, ja. Der dreht jetzt erstmal eine Runde und dann. Welche 3-3. Ich habe die Rocks immer noch draußen, was nice genau. ist. Und ich habe Hela, es geht direkt wieder runter. Und Thaddeus ist fast tot, was halt nice ist. Aber. Der hat halt auf plus 1 gar nicht so viel bisher gemacht. Der ne? hat sich halt hoch. Ja, der ist. Ja, guck mal, der ist jetzt halt. Also, der hat jetzt dreimal Blättertanz eingesetzt. Richtig, der ist gelockt. Aber Blättertanz ist, glaube ich, sogar physisch. Ja, aber trotzdem. Aber wenn du dich jetzt selber angreifst, dann machst du dir selber sehr viel Schaden mit dann auf plus 1 Attack. Wahrscheinlich. Na, besiegen tust du dich nicht. Blättertanz! Okay, Fressen, danke dir. Ich weiß nicht, ich muss mir ein paar Dance-Moves willst du mir vielleicht beibringen. Oder? Ich will ja, nicht so gut Tanz. Aqua-Durchstoß. Eieieiei. Nice. Ich glaube, der hat jetzt noch so Steinhagel. Timo hat nichts dazu bekommen, der keinen Death-Drop bekommt. Oh, geht auf beide und Innen-Drop auf beide. Der eine stirbt. Nee, der stirbt nicht. Ja, stirbt nicht. Aber die kriegen beide einen Innet-Drop. Aber die Innet-Drops. Das heißt, du bist jetzt mit beiden schneller. Nein, der eine ist immer noch gepaart. Mit dem gepaart. Aber jetzt noch Steinhagel mit mal wieder und dann bin ich eigentlich relativ weiß ich jetzt nicht. Entspannt raus, sag ich mal. Steinhagel, ich will gar nicht so viel. Deswegen reicht sogar, glaube ich, auch aus. Feuersäulen. Oh nein! Endlich mal Feuerfänger gönn dir. Bitte greif dich selber an, bitte greif dich selber an. Bitte. Ja, bitte töte dich. Ja! Der tötet sich nicht selbst, so viel dazu. Ja gut, der hat noch Schaden bekommen, aber trotzdem. Und der ist halt, oh, ey, du hast gemisst. Actually ist es gut für dich. Wie hast du gemisst? Nee, war es wegen Wahl, nee. Pollenknödel. Wegen Wahlschal? Ja, trägt ja keinen Wahlschal, aber der stirbt. Das war der mit dem Wahlschal. Ach stimmt, das ist echt dein Scarfer, ja klar. Yep. Der ist auf Metronom gelockt und du hast nicht Metronom eingesetzt. Ich hab noch einen Arcani, by the way. Ja, und die Rocks liegen. Ich hab noch drei Entei, by the way. So viel dazu, Leute. Theo, ne? Ich hab so viel Pech wieder. Wieso bekomme ich hab keine... Hab ich nie Zusätze? Gesagt? Hab ich jetzt heute nicht gesagt. Mhm, okay. Heute habe ich es nicht gesagt. Ich bekomme keine zusätzlichen... Aber ich glaube, ich feiere die Facecam-Ära. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so fühle. Ich wusste, dass, wenn du das gewinnst, dass du das sagen willst. Ja, das liegt safe in der Facecam, Alter. Das liegt safe an der Facecam. Guck mal, ich droppe deine Genauigkeit, Prison. Jawollo, richtig nice. Richtig geil, oh. Fühl ich. So, jetzt gönn dir einfach ein Erdbeben. Jetzt kannst du Erdbeben. Stahlflügel. Kannst du einen Death Boost bekommen? Ja, ich kann einen Death Boost bekommen, das stimmt. Aber sowas würde niemals passieren. Nee, das wäre eigentlich so aus meiner Sicht, dass ich so. Ja, natürlich. Nein, das stimmt halt einfach nicht. Aber wo habe ich den Zusatzeffekt heute bekommen? Leute, schaut mal. Ja, wo habe ich heute Zusatzeffekte bekommen? Ich glaube, du hattest einen. Welchen? Drachentanz. Ja, sehe ich. Bin Was ist das? Warte, das geht ja auf Wieso? Alle. Wieso? Ging das eben auch schon auf alle? Ist, ja. Warte, nee, ist ja nicht Blättertanz. Blütenwirbel, Blättertanz. Ah, ja, ist ja speziell. Das fühle ich aber gar nicht. Staffette, ja, Bolo. Ich muss hier raus. Alter. Ich muss raus. Macht mal eine Statistik. Feuersäulen. Mann, oh, was ist das denn? Schon vor allem wieder Feuersäulen. Ja. Macht mal eine Statistik. Wer will ab jetzt? Ihr könnt es ab jetzt machen. Ja, wahrscheinlich ab jetzt. Wer, oder warum nicht vorher pressen? Warum nicht vorher? Ihr könnt es auch gerne ab vorher machen, aber die Sache ist, es ist viel mehr Arbeit. Milchgetränk. Und statistisch gesehen meinst du, dass du viel mehr Pech hättest als ich. Ja. Das heißt, hab ich mach gerne mal Statistik. Habe ich letztens im Stream, by the way, gefragt. Und, ja. Und natürlich. Liam war Stopp. Da. Liam war da okay. Und Liam hat gesagt... Ja. Er bezieht sich jetzt mal auf die Metronom-Battles und er meinte, dass ich weitaus mehr Pech habe. In letzter Zeit hast du auf jeden Fall mehr Pech. Wenn man es auf alle Metronom-Battles, die wir bisher hatten, alle 250 oder so, ausrechnen würden, sage ich, kommt es auf das Gleiche hinaus. 100%.
Also bin ich mir sehr sicher tatsächlich. Horrorblick. Weil so Statistik funktioniert, Timo. Du kommst mir nicht mit der Aussage. Ja doch, ich entkomme dir gerade. Ich gehe jetzt auf Erdbeben, besiege die beiden. Er würde wahrscheinlich trotzdem nicht killen. Wahrscheinlich. Und dann Flechtor ist okay. Und dann würde ich sagen, gewinne ich irgendwie noch. Du kannst ja auch mal einen Lunatanz bekommen. Oder Heilopfer. Ist nicht unwahrscheinlich. Also, doch schon. Explosion wäre jetzt auch fein. Ja. Ja. Holzgeweih ja auch. Reflektor jetzt. Wenn du hast. Der lebt auch viel zu lange, by the way, ne? Der Gepaarte. Der Gepaarte, ja, ja. Der ist so der alt. Der war natürlich auch ein Verzweifler, Junge. Alles. Der hat alles erlebt. Der lebt einfach sein ganzes Leben hier. Na klar. Aber irgendwie fühle ich das nicht so. Ich fühle das. Jetzt so ein Heilopfer würde ich fühlen. Hitzekoller. Ich meine, ist das nicht jetzt Feuerfänger? Ist das denn eine gute Frage? Ich glaube nicht. Würde ich jetzt fühlen, ne? Psychoschock. Ja, gut. Aber ich würde generell mal so ein Erdbeben jetzt, wie gesagt, fühlen. Also ganz bescheiden. Komm, der ist so gepaart. Nur ganz bescheiden. Ist okay, wenn er gepaart ist. Da kommt er nicht in Verzweifler-Range. Der ist eher auf -2-Angriff. Ja, gut. Wir sollen noch ein paar Hits nehmen. Du kannst den Verzweifler eigentlich gönnen. Er soll noch ein paar Hits nehmen. Naja, okay, fürs Team sehe ich. Fürs Team. Pelzwerfer! Ich meine, du hast einen Reflektor und ich glaube, der tötet nicht. Reflektor, der killt nicht. Der killt nicht. Der killt nicht, Leute. Der killt nicht. Der killt ganz sicher nicht. Yeah.